Juhu, die Neuauflage ist da, endlich wieder in gedruckter Form. Ganz besonders freue ich mich wieder über das Vorwort von Leonard Hillington Jones, durch die ich die Feldenkrais-Methode halt überhaupt erst kennengelernt habe. In meiner Tellington-Ausbildung damals 1998 hatte ich die erste Begegnung mit einer Feldenkrais-Lektion, die ich sehr lustig fand und die unglaublichen Effekt hatte. Und so ist eben auch dieses Buch entstanden, um euch so ein bisschen Geschmack zu machen für diese wunderbare Methode, mit der man mit ganz viel Einfachheit ganz große Veränderungen bewirken kann, auf Feinart und natürlich auch ein bisschen mehr Verständnis kriegt für das Pferd, seine Funktion, die Biomechanik, aber nicht nur für das Pferd, sondern eben auch für unsere eigene. Ich mixe in diesem Buch ein bisschen mit der Tellington-Methode und dem Feldenkrais für den Menschen, ne, sodass man immer wieder so auf beide gucken kann, mit der Idee, dass das Pferd der Spiegel des Reiters ist. Und natürlich kriegt ihr Fallgeschichten dazu, ne, wo ihr Vorher-Nachher-Effekte sehen könnt in den Leuten, die das ausprobiert haben. Es gibt Lektionen, die ihr eben am Boden vorher machen könnt. Es gibt Lektionen, die ihr direkt auf dem Pferd machen könnt. Empfehlenswert ist es natürlich mal, mit einem Feldenkrais-Lehrer zu arbeiten. Ich freue mich natürlich, wenn ich zu euch kommen darf oder ihr zu mir und wir Feldenkrais und Reiten machen. Aber man kann sich auch durchaus einen Feldkreislehrer vor Ort suchen, den vielleicht mal dieses Buch lesen lassen und sich von dem helfen lassen, in seinem Körper und mit seinen Mustern nochmal weiterzukommen und neue Ideen zu kriegen, wie man sich noch ausbalancierter, feiner und schöner auf und mit dem Pferd bewegen kann. Probiert gerne einfach ein bisschen raus. Wie gesagt, das sind wirklich Lektionen, die einfach sind, drin beschrieben und viel Vergnügen, grüßt euer Pferd von mir.